Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Es geht auch gleich los mit dem Viertelfinale bei dieser Europameisterschaft. Jetzt sind die aktuell stärksten 8 Teams Europas unter sich und wir dürften einen echten Fight um den Halbfinaleinzug zu sehen bekommen. Frank Agato eröffnet dieses Spiel. Und das ist unsere Chance, kurzen Blick auf die Aufstellung zu werfen. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich 2 Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal. Abgefangen, gut gemacht. Mit dem Ball am Fuß Richtung... Jetzt vielleicht. Super gemacht vom Torwart. Über die Torauslinie, Ecke. Die Ecke kommt. Und die Situation ist wieder bereinigt. Ja, da müssen Sie aufpassen. Das könnte gefährlich werden. Jetzt die Möglichkeit. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Und jetzt die Chance. Gute Schusstechnik, aber der Ball geht knapp übers Tor. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Unaufhaltsam. Da schießt er. Jetzt vielleicht. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Da musst du einfach den zweiten Ball verhindern. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Die Franzosen mit einem Angriff jetzt. Conte. Klasse mit der Hacke. So langsam wird's gefährt. Und jetzt die Chance. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Zur Ecke abgewehrt. Da kommt die Ecke. Jetzt der Schuss.
Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Schauen wir ihm ins Gesicht. Ja, ja, der kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene und weiter nur eine knappe Führung. Martial. Das könnte die Chance werden. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und da ist der Ball wieder weg. Und jetzt fehlt hier. Ball kommt flach. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Der Ball kommt rein. Martial! Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Martial. Könnte was werden, die Franzosen versuchen es nochmal. Da ist die Flanke. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Guidetti. Emil Forsberg. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Sie rufen bis hierhin eine tolle Leistung ab. Der Treffer ist natürlich verdient. Ja, das sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Und sie hatten ja noch einige Chancen mehr, die sie bisher nicht genutzt haben. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. So, jetzt die Franzosen am Ball. Sehr guter Einsatz. Hamatz. Jetzt schießt er. Pfosten, aber es geht weiter. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Guidetti, der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Coman. Der erste Schritt ist getan in diesem Viertelfinale. Sie liegen zur Pause vorne. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Lindelöf. Emil Kraft. Emil Forsberg. Jansson jetzt. Super dazwischen gegangen. Emil Kraft. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorn. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Tick, tack, tick, tack. Die Uhr tickt für den Außenseiter, der hier überraschend in Front liegt. Und das alles andere als unverdient. Guidetti gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Coman. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben.
Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Und den spielt er gleich wieder zurück. Das gibt Freistoß für Frankreich. Jetzt kommt der Wechsel. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Mondi. Guidetti mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Sie sind vorne, aber wollen nachlegen. Gut so. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Möglichkeit. Guidetti! Da haben sie Glück. Sie hätten fast noch ein Tor kassiert. Martial. Und das ist der Ballverlust. Conte. Mbappé. Da passt er auf. Quaison. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Und er schießt. Ein unfassbares Tor. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. Und da macht er sein zweites Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Sie liegen deutlich vorn. CDB. Jetzt also Freistoß für die Franzosen. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Guidetti. Jetzt wieder Ballbesitz für die Franzosen. Wird's jetzt gefährlich? Coman. Benjamin Mendy. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Sehr guter Einsatz. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Quaison. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Kaison, gute Aktion vom Torhüter. Jetzt ist Schluss für ihn, war nicht sein Tag heute, muss man so sagen. Ja, er hat überhaupt keine Bindung zum Spiel gefunden, insofern war dieser Wechsel absehbar. Jetzt die Ecke. Nein, schwacher Ball. Martial. Da kann er ihn stoppen. Branimir Gota. CDB. Tolisso. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Da kommt der Pass. Es gibt den Elfer für Frankreich. Da
Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Der Ball geht an die Latte. Super dazwischen gegangen. Jetzt müssen sie aufpassen. Tolisso. Fängt diesen Ball ab. Und der Schiedsrichter pfeift ab. 3-0 geht diese Partie hier aus. Und damit wird ein Traum wahr. Die Mannschaft gewinnt das Viertelfinale dieser Europameisterschaft und zieht ins Halbfinale ein. Und das ist natürlich ein großer Tag für das Team. Es hat hier einen wirklich engagierten Auftritt gezeigt und damit das Weiterkommen ein Stück weit erzwungen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll.